Der Dalai Lama ist zu Basel. In der Joggeli-Halle predigt auch Frieden, vorne ausschreien Demonstranten. Kampf gegen die Sparpläne. Die Basler Regierung will die Skulpturenhalle zumachen. Der Direktor wehrt sich. Und morgen wählt das Baselbiet. Zwischen dem ältesten und dem jüngsten Kandidat liegen zwei Generationen. Das ist 7 von 7. Guten Abend. Der höchste Meister vom tibetischen Buddhismus hat Basel besucht. Der Dalai Lama hat in der vollen Joggeli-Halle seine Weisheiten zum Besten gegeben. Begleitet worden ist der Besuch von Protest von einer Splittergruppe. Von der grossen Einigkeit ist heute vor der St. Jakobshalle nicht viel zu spüren gewesen. Zwei buddhistische Lager sind sich gegenübergestanden, dazwischen ein tiefer Graben. Auf der einen Seite haben die Schukten gegen ihre Diskriminierung durch Dalai Lama skandiert. Ja, weil der Dalai Lama eine Menge Buddhisten diskriminiert, sie ausgrenzt. Das geht bis hin zur Verfolgung und da wollen wir ein klares Zeichen setzen und ihn bitten, sozusagen diese Diskriminierung zu stoppen. Der Sprecher, selber kein Tibeter, ist seit 20 Jahren Schukte. Auf der anderen Seite verteidigt die grosse Mehrheit der Dalai Lama und seine Linie. Für sie sind die Schukte Lügner und Feind vom Dalai Lama. Der Besuch von ihrem höchsten Meister ist für sie ein besonderer Moment. Sie sind zum Teil von weit her auf Basel gekommen. Being the best person that I can ever be. Er stellt das Ideal von einem Menschen dar. Er ist so liebend, wie ein Mensch nur kann sein, so geduldig und tolerant. Dass ich glaube, dass ich bin jetzt, ich bin ein einziger glücklich dieser Mensch, ich bin ich so, fühle das. Ich weiß, kann nicht mehr sagen. Das ist sehr schwierig. Der freiwillige Helfer hat der Dalai Lama heute Morgen im Hotel Drei König dürfen berühren. Dort hat er bei seiner Ansprache von den Medien die opponierenden Schukten kritisiert. This is not sort of question of religious thing. Es geht doch nicht um eine Religion. Sie beten einen bösen Geist an und das ist falsch. Es ist meine Aufgabe, ihnen das zu sagen. Egal, ob sie folgen wollen oder nicht. Das ist ihre Sache. Whether people listen or not, up to them. Später am Tag redet der Meister von den tibetischen Buddhisten ganz anders über fremde Glaubensrichtungen. Quite often I give some teaching. Ich rede ziemlich oft in nicht-buddhistischen Ländern wie Amerika oder Australien. Und ich sage immer, es ist besser, wenn sie ihren eigenen Glauben behalten. Den Glauben zu wechseln, ist nicht einfach. Der Dalai Lama selber war einmal ein Schukte und hat sich dann von ihnen abgewendet. Für künftige Besuche in der Schweiz wünscht sich der Dalai Lama mehr Dialog. I think in future, in Switzerland also. Für in Zukunft hoffe ich, auch in der Schweiz mehr Diskussionen mit Wissenschaftlern können zu haben. In Amerika und Japan mache ich das öfter. In Japan also now, nowadays, like that. Der Dalai Lama hat Basel schon öfters besucht, das letzte Mal vor 7 Jahren. Wenn der bald 80-Jährige das nächste Mal wieder kommt, ist nicht sicher. Heftiger Unfall in Sulz bei Laufenburg. Der 19-Jährige, am Steuer von dem Citroën-Lieferwagen ist plötzlich auf die Gegenspur gefahren. Dort ist er ins Auto von einer 39-Jährigen samt Sohn getatscht. Die Fahrer sind mittelschwer verletzt, der Mitfahrer und Sohn leicht, meldet die Aargauer Kantonspolizei. Basel muss sparen, auch bei den Museen. 200'000 Franken weniger soll das Antike Museum in Zukunft ausgeben und dazu die Skulpturenhalle beim Spalentor zumachen. Der Direktor wehrt sich dagegen und befürchtet, von der Skulpturenweltkarte zu verschwinden. Die Zusammenstellung der Bauskulpturen vom Athener Parthenon ist weltweit einmalig und da besuchen sie uns aus allen Ländern, um das zu schauen, was wir gemacht haben. Das Akropolis-Museum in Athen wurde aufgrund der Idee der Skulpturhalle sogar realisiert. Und dazu haben wir jedes Jahr mehr als 200 Schulklassen in dieser Skulpturhalle. Der Direktor vom Antiken Museum und der Skulpturhalle, der Andrea Bignasca, schwärmt von seiner Ausstellung an der Mittleren Strasse und will alles unternehmen, damit die auch nach dem Regierungsentscheid offen bleibt. Ab dem Jahr 2017 muss der Andrea Bignasca 200'000 Franken einsparen. Dafür sollen die Gipsskulpturen in ein Depot kommen und im 2023 im heutigen Naturhistorischen Museum wieder ausgestellt werden. Ein Schwachsinn, findet er. Schließlich zahle die Skulpturhalle nicht einmal Miete.
Auf der anderen Seite muss man auch sehen, eine Auslagerung kostet sehr viel im Bereich Transport, Vorbereitung des Transportes. Die Gipsen sind sehr delikat. Man muss sie wirklich sehr gut behandeln. Also ein Transport ist nicht so eine leichte Operation. Über 2200 kleine und grosse Gipsbüsten und Figuren stehen in der Skulpturenhalle. Weil Gips sogar empfindlicher ist als Marmor, wäre ein Transport in ein Depot ein Seiltanz. Und auch wenn die Ausstellung nicht die gleichen Besucherzahlen können verbuchen wie ein Kunstmuseum oder die Fondation Bello, so hebt sie trotzdem ihre Berechtigung. Einen Weg, der Direktor muss sich der Weisung von oben fügen. Es ist ein Regierungsbeschluss und diesen Beschluss müssen wir akzeptieren, nicht? Jedenfalls werde ich kämpfen, damit die Skulpturhalle offen bleibt und damit wir zu einer Lösung kommen, vielleicht mit anderen Mitteln. Zum Beispiel mit zusätzlichen Einnahmen oder mit einem Mäzen, der den Druck der Ausstellung wird nehmen. Bis im Sommer gibt sich der Andrea Bignasca Zeit, dann soll definitiv ein Entscheid stehen. Morgen wählt Baselbiet eine neue Kantonsregierung. Neben den Regierungsrats stehen aber auch die Landratswahlen auf dem Programm. Wir haben einen Blick auf die Kandidaten und das genaue Wahlprozedere geworfen. 597. So viele Personen kandidieren für einen Baselbieter Landrat. Aber nur 90 sitzen am Schluss im Parlament. Bis jetzt verteilt sich der Landrat so. Am meisten Sitz hat die SVP und am wenigsten die Grünliberalen. Rund ein Drittel der Parlamentarier sind Frauen. Das ist Rekord in der Schweiz. Die Wahlen laufen folgendermaßen ab. Gewählt wird in 12 Wahlbezirken. Die kriegen proportional zu ihren Einwohnern Landratssitz. Die Altersspanne der Kandidaten geht von 18 bis 77. Der älteste Kandidat ist der Willi Rütti aus Allschwil. Gerade wegen seinem Alter und seiner Erfahrung denkt er, dass er ein geeigneter Kandidat sei. Der Vorteil vom Alter her ist, dass sagen wir mal, mehr Erfahrung, dass ich sehe, was alles gelaufen ist in diesen Jahrzehnten. Und ich habe gesehen, dass ein Haufen teilweise falsch gelaufen ist. Also. Und obwohl er Vorteile von seinem Alter sieht, setzt auch er auf die jungen Kandidaten. Ich hoffe, dass die Jungen auch nachkommen und auch Erfahrungen sammeln, dass es nachher auch einmal eine junge Partei gibt. Und nicht immer nur die Älteren da den Kopf anheben, nicht? Der jüngste Kandidat ist der Arthur Herzig. Der Gymnasiast steht mit seinen Eltern auf der gleichen Liste und ist erst vor 3 Monaten 18 Jahre alt geworden. Der Vorteil ist natürlich, dass man noch sehr frisch ist und mit viel Energie kann man das Ganze noch angehen. Man sieht es natürlich von einer ganz anderen Sichtweise, sage ich jetzt mal, als jemand, der schon jahrelang in der Politik ist. Es ist also ein breites Angebot an Kandidaten herum. Abstimmen kann man noch bis am Sonntag um 12 Uhr am Mittag. Anschließend erfahren Sie alles über die Wahlresultate hier bei uns auf Telebasel. Genau, und das war es vom 7 von 7 von heute. Wir verabschieden uns mit einem musikalischen Beitrag aus dem Rahmtäfeli, die Vorfasnacht aus Liestal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag oben und auf Wiedersehen.